Nachdem Harzgerode und damit die Mannschaft, die die U15 Floorball Kleinfeldliga dominiert, im ersten Spiel des Tages Unihockey Eagles Dresden 13:3 vom Parkett fegten, mussten die Dessauer vom PSV 90 gegen den deutschen Meister aufs Feld. Ja, wir spielen ja das erste Jahr jetzt mit in dieser U15 und haben natürlich heute hier den deutschen Meister vom letzten Jahr vor uns. Und das Hinspiel endete 1:22. Und wenn wir unter den 22 bleiben, sind wir eigentlich zufrieden. Denn eigentlich verkaufen sich die Jungs ganz gut. Es spielen 10 Mannschaften in der Liga mit und wir sind im Moment auf Platz 5. Und ich denke mal, als Neueinsteiger ist das doch eine ordentliche Leistung. Die Zielstellung also nach der Hinspielniederlage unter 20 Gegentoren zu spielen. Natürlich dominierten die Gäste das Spiel, natürlich schossen sie mehr Tore, aber zumindest in den ersten 10 Minuten ließ der PSV nur 4 Gegentore zu und konnte sogar ein eigenes erzielen. Doch dann wurde der Leistungsunterschied deutlich. In den letzten 5 Minuten der ersten Hälfte traf Harzgerode nach Belieben und führte zur Pause mit 10:1. Auch im zweiten Spielabschnitt ließ der Meister nichts anbrennen und traf weitere 7 Mal. Für den PSV bedeutete das: Das Ziel ist erreicht. Nur 17 Gegentreffer und was noch viel besser war, 3 eigene Tore gemacht. Die beiden U13-Spieler Jeremy Beil und Justin Düben sowie der Kapitän des Teams Stefan Pfeiffer konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Also wir wollen ja uns festigen und uns stärken und auch die Kinder, die jetzt in der U13 spielen, dann nachrutschen lassen und dann vielleicht irgendwann mit einer U17 weitermachen. Wir wollen also wirklich die Jugendarbeit verstärken im Verein und deshalb damit auch im Floorball wieder mehr beleben. Im zweiten Spiel werden wir gegen Nebra spielen und da ist eigentlich das Ziel 3 Punkte. Wir werden sehen, was passiert. Gegen die Mannschaft aus Nebra gab es dann tatsächlich den angestrebten Erfolg. 10:1 siegte der PSV und sammelte so weitere wichtige Punkte.